Wir machen das nächste Spiel, würde ich sagen. Baby Dragon, Executioner. Oh, das ist interessant. Das ist interessant. Ich nehme mir mal den Ritter, weil er hat schon die Prinzessin. Die Prinzessin ist dann sehr, sehr stark gegen den oben. Oh, dann nehmen wir es noch ein Lightning. Das ist echt geil. Wir kriegen immer die schweren Zauber angeboten. Valkyra noch dabei. Magier. Ja, das Deck ist in Ordnung. Auf jeden Fall. Ach, krass, wir haben noch einen Minenwerfer. Das macht das Ganze ja höchst interessant. Kannst du mir ein bisschen. Ja, ich wollte gerade sagen, ich wollte gerade freundlich fragen, kannst du mir mal ein bisschen Lightning Value geben? Zack. Ballert er dort die Hexe noch daneben. Oh fuck. Das war nicht schlecht. Also, ja, was heißt nicht schlecht? Oh, er hat noch eine Kanone dabei. Das kann. Okay. Interessant. Kann der Baby Dragon noch die Prinzessin töten? Das wäre schon sehr angebracht. Ja, wunderbar. Riesekanone und ein Ofen. Treffen wir noch was im Lightning? Nee, schade. Wäre zu cool, hätten wir da noch die Hexe mitgetroffen. Aber in der Double Elixir Challenge hier kann man ruhig mal so welche Zauber spammen. Komm, mit dem defensiven Minenwerfer. Sicher ist sicher. Oh, der hat eine Schweinereiter und einen Riesen. Die Valkyrie trifft Dartgolle nicht, aber der Minenwerfer finisht die Truppen dort. Krass. Kann man nicht treffen, was für ein Scheiß. Alter, was ist denn das? Was machst du mit uns? Hör auf. Der verarscht uns. Der spielt gut und hat das Deck funktioniert. Ich bin ratlos. Vor allem gegen die Schweinereiter haben wir nichts. Wir haben sehr viel Flächenschaden. Das ist ja auch schön und gut, aber so. Ich weiß nicht. Wir können ja nichts gegen die Schweinereiter machen. Das macht mich gerade so ein bisschen ratlos, ne? Merkt ihr das? Ich muss jetzt hier Minen versetzen, sonst ist der Schweinereiter durch. Ich werde dann einfach gewonnen. Oh, was ist da nochmal? Was geht da rechts nochmal ab? Was ist das da für eine Party? Was? Spear Goblins? Eine Ritter-Spear Goblin-Kombination? Gewinnt uns dieses komplizierte Spiel? Wir haben Executioner, Minenwerfer, Baby Dragon, Valkyrie, Magier, Lightning und dann ist es Ritter mit Spear Goblins? Aber gut. Ich habe da nichts gegen. Ich freue mich für den Sieg, aber das war jetzt sehr unerwartet. Das habt ihr doch auch nicht erwartet. Crown Chest voll, sehr schön. Baby Dragon. Goblin Barrel als Win Condition. Okay, Royal Giant Goblin Barrel. Und dann nehmen wir uns noch den Poison Spell. Wie
gehen wir aggressiv rein, das finde ich immer... Oh Gott, natürlich hat er den Executioner, wenn ich mal einmal aggressiv reingehen möchte, ne? Ja, okay, ja, der Executioner hat da ganz große Probleme. Ganz große Probleme hat der Executioner. Der greift jeden Goblin, jeden Kobold einzeln an. Okay, können wir den erstmal so hinnehmen. Der Packer wird dort in die Mangel genommen. Alter, dieser Eismagier. Dieser Eismagier. Slow. Ist ja ganz was Feines. Er hat einen Packer und lässt einen Royal Giant durchlaufen. Respekt. Also seinen Turm haben wir. Er hat unseren, aber noch gar nicht. Ich dachte jetzt, den hat er schon. Ist nicht der Fall. Also eine Magier-Kombination reißt es dort wieder raus, okay. Interessant. Royal Giant davor. Also Royal Giant Kobold fast Kombination ist ja schon echt irgendwie widerlich, ne? Aber warum kommt der Packer denn immer so spät? Doppelpacker. Aber sie kommen nicht durch. LOL. Was war das denn schon wieder? Nein, hätte ich abwehren können, hätte ich abwehren können. Scheiße. Wo, sieht er meine Kobolde nicht? Alter, da sind Kobolde hinter deinem Turm. Da waren... Okay. Ich glaube, am Ende hat er die Kobolde noch gesehen. Fuck. Nächstes Game. Ja, nehmen wir das mal mit. Nehmen wir uns noch die Bogenschützen. Die Prinzessin. Oh, er hat zwar ein Holz, aber das ist in Ordnung. Ist Golem noch dabei? Na, ja, ist ein ganz solides Deck. Das ist so dreckig. Ich weiß, ich will einfach nur, dass Supercell die Zauber schwächer macht. Guckt euch mal diesen Scheiß an. Das ist schon frustrierend, auch wenn man selber spielt. Das kann mir doch keiner erzählen. Das ist doch Bullshit, sowas. Oh, aber nicht zu distracten, ne? Uncool. Uncool. Ah, den Slow. Oh, das klappt irgendwie. Das kann aber noch hässlich werden. Oh, wie beide Truppen überleben. Und der Rotz geht wieder los. Okay, der Magier, den hat er schlecht eingesetzt.
Prinzessin Eismagier Kombi. Eisgolem, schnell. Sehr schön. So ein bisschen so eine kleine Rakete mit Value, die nehmen wir natürlich gerne mit. Ja, wir haben ihn unter eigentlich haben wir ihn hier unter Kontrolle. Was, oh, noch ein Sub, vielen Dank. Kommen wir gleich wieder zu. Ah, okay, der hat ja sehr viel. Sehr viele Kobolde. Der Prinz kommt aber nicht an den Turm, die Prinzessin hilft. Alter, diese Kombination Eismagier und Prinzessin. Die Prinzessin immer schön aus einer unglaublichen Reichweite. Und der Eismagier slowt das Ganze, sodass die Prinzessin noch öfter treffen kann, bevor es gefährlich wird. Finde ich gut. Ich hätte jetzt hier auch wieder eine Rakete werfen können. Ich weiß nicht, warum ich keine geworfen habe. Irgendwie das Gefühl, dass sie hier gleich noch was, dass sich das gleich noch lohnen wird. Ja, lieber Truppen einsetzen, die das Ganze versuchen zu klären. Ja, der geht aber auch gut down, der. Oh, der Eismagier war kacke. Oh, war der kacke. Jetzt bleibt der Bowler an seiner Hälfte und er kann immer weiter Elixier generieren. Das ist nicht gut. Prinzessin hilft wieder mit. Hexe auch dabei. Soll ich jetzt echt anfangen, Raketen zu cyclen? Das ist ja sowas von low und scheiße. Oh, das macht keine guten Bogenschützen. So, nochmal wieder auf Nummer sicher gehen. Erstmal verteidigen. Wir werfen gleich die Raketen, wenn wir sicher sind. Ja, Riese am Turm. Jetzt können wir sogar finishen, ohne Raketen zu werfen. Wenn jetzt auch Raketen cyclen können. Erstmal immer sicher in der Defense stehen. Und dann kann man die Raketen rüberwerfen. Ich hasse die Rakete echt. Das ist doch, warum Supercell? Das ist doch eindeutig. Das gibt's doch nicht. 500 Damage am Turm. Das unternimmt was dagegen. Die Zauber sind zu stark. Also an den Truppen, okay. So eine Rakete kann einen Sparky One-Hit. Da habe ich kein Problem mit. Aber doch nicht so viel Schaden an den Türmen. Reduziert den doch, mein Gott. Das ist doch nicht so schwer. Einfach ein bisschen. Letztes Game. Letztes Game? Ja, stimmt. Letztes Game. Ich nehme keinen Barbaren. Er hat einen fucking Bomber. Das wäre Selbstmord. Ich nehme... Oh, das ist schwierig. Das ist schwierig. Ich gebe ihm die Prinzessin. Ich habe ja schon die Pfeile. Ich nehme ja auch noch mal die Minions. So eine Doppel-Minion-Kombi ist nicht verkehrt. Er hat jetzt nur die Prinzessin und einen Dart-Goblin. Wenn wir die mit den Pfeilen erwischen, kann das cool werden. Poison. Er wird den Poison geben, dann hat er bestimmt einen Feuerball. Niemand drückt einfach so freiwillig einen Poison ab. Oder er hat eine Rakete oder ein Lightning oder noch irgendwas. Aber das wäre ja gar nicht so verkehrt gegen uns. Alter, warum hast du denn so einen? Ja, da kommen die Pfeile ins Spiel, die sind nicht verkehrt. Der Inferndrach ist natürlich echt scheiße. Kann man nicht anders sagen, finde ich. Gott, ein Inferno. Wir
Wir haben keinen Tank. Wir haben einen X-Bogen ohne Tank. Wir haben keinen Eisgolem, kein. Oh Gott. Nichts, was wir nach hinten stellen können. Ich wusste, dass da was kommt. Jetzt können wir da schon die nochmal einsetzen, aber. Er kriegt. Ja, einen Feuerball. Wir haben nichts, was wir vor den X-Bogen setzen können, was Sinn macht. Oh, Fire Spirits, kommt schon. Haut rein. Sehr stark. Pfeile rüber. Die Prinzessin down. Der Bomber ist noch da, aber das ist Damage. Das hat der Gegner nicht optimal ausgespielt. Oh mein Gott, Holzbrick kommt, okay. Das tut weh. Und der Bomber kommt auch nochmal durch, ne? Kommt auch nochmal durch für einen Hit. Poison. Oh Gott, ich habe den Turm nicht getroffen. Na gut, aber den Dart Goblin. Schön blöd. So kommen wir da nicht durch. Pfeile schnell. Okay. Oh, wir haben Holz predicted, deswegen habe ich auch schon keine Skelette gebracht. Jetzt fängt er hier an zu cyclen. Holz hat er auch noch. Ja. Steht 1 zu 1 und dann ist der X-Bogen nicht gerade geil. Ah, da setzt noch einen X-Bogen ein, aber der Turm fällt ja sowieso. Ein HP, lol. Ein HP? Ein HP? Okay, wir haben die Challenge gewonnen. Oh, Leute, ein HP und die Challenge gewonnen. Nein. Warum? Warum passiert mir sowas? Warum passiert mir sowas, wenn ich live bin vor 10.000 Zuschauern? Also, dass der Turm ein HP hat und das ist der 9. Sieg. Und man kriegt über 50.000 Gold, okay. Aber wie kann das? Wie hoch ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass das live passiert? Das gibt's doch nicht. 24.000 Gold für ein HP? Ihr tut ja so, als wenn ich das mit Absicht mache. Als ob das hier alles fake ist. Als ob ich das hier irgendwie inszeniere. Als ob wir hier alle Schauspieler sind. Ich will. Wir wollen ja nur ein bisschen zocken. Und dann kommt hier. Also ein HP, das ist schon echt. Ja. 24.000 Gold. Und die Kiste öffnen wir auch noch. Die neuen Siegeskiste. Schön viel Gold bekommen wir. Wir sind eh gemaxed. Das ist der Trimax-Account. Das lief jetzt aber ganz gut in der Double Elixir Draft Challenge. Ne? Es ist natürlich bis zum. Es ist ein großer Teil Glück dabei. Aber wir hatten jetzt einen Gratis-Beitritt auf dem E-Sports-Account, auf dem Free-to-Play-Account und auf dem Trimax-Account und haben jedes Mal die neuen Siege geschafft. Das ist dann. Na gut, kann immer noch Glück sein, aber. Ich sag mal, die Challenge ist machbar. Manchmal kann man gar nichts machen, aber oft kriegt man da was hin. Gerade die Kartenauswahl ist sehr, sehr wichtig. Sehr interessant.